Ich bin Thor Alexander von defi.jetzt. Wir haben mal wieder die KI befragt und zwar diesmal nicht ChatGPT, weil das war uns ein bisschen zu flach, was da von der KI kam. Da gibt es ja keine Entwicklung, sondern wir haben es diesmal mit Google Gemini probiert. Und die hat natürlich in einigen anderen Sachen positiv überrascht. Und wir haben uns eine Geschichte überlegt, die die KI uns für uns spinnen und erzählen sollte. Und zwar, dass sich Satoshi Nakamoto mit Nicolas van Saberhagen, ihr kennt ihn ja, wir fahnden ja nach ihm, dass die beiden sich in El Salvador treffen und dort irgendwas Tolles, Gutes für die Welt, für das Finanzsystem aushacken. Was im Gespräch mit Google Gemini rauskam, erfahrt ihr gleich. Bleibt dran. Hallo zurück. Wie gesagt, wir haben die Google Gemini KI befragt. Allerdings hat die uns erstmal eine Abfuhr erteilt. Ja, hat nicht genug Daten und dies und jenes. So, daraufhin haben wir gesagt, okay, hier ist eine Suchanfrage an Google, an die Suchmaschine. Nimm die ersten 22 Einträge und nenne uns oder stelle uns einen Lebenslauf von Satoshi Nakamoto. Und das hat die KI relativ gut gemacht, kam relativ fix auch die Antwort. Dann haben wir das gleiche mit Nicolas van Saberhagen gemacht. Da ist natürlich noch weniger bekannt, kam da auch einiges zurück. So, darauf aufbauend haben wir gesagt, okay, jetzt hast du genug Daten und jetzt kannst du uns da ja auch irgendwie mal eine Geschichte spinnen. Und da hat sie sich wieder wie eine alte Jungfer rumgewunden und nee, kann ich nicht und nicht genug Daten und bliblablub. Und dann haben wir natürlich ein bisschen nachgebohrt und dann hat sie uns irgendeine Geschichte erzählt und aber überhaupt nichts von Satoshi Nakamoto oder Nicolas van Saberhagen, sondern irgendwas mit Krypto. Bezug schon, aber naja. So, und da haben wir da halt auch nochmal ein bisschen nachgebohrt und haben gesagt, okay, bau jetzt mal in die Geschichte die beiden Charaktere mit ein. Das hat dann aber auch nicht so richtig geklappt und raus kam ein Charakter in der Geschichte, der Nicolas heißt und zwei andere, von denen sie nicht abwollte, Ben und Anna. Aber die Geschichte ist soweit okay, hat aber nichts mit Bitcoin, hat nichts mit Krypto und mit El Salvador auch nichts zu tun. Aber trotzdem ist ganz nett, was da rauskam und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen gibt's jetzt was auf die Ohren. Die Jagd nach dem verlorenen Code. Szene 1. Inmitten der glitzernden Hochhäuser Tokios kämpfte Anna, eine Brillenlockin, gegen den Schlaf. Ihr müder Blick fixierte den Bildschirm, auf dem ein komplexes Codewirrwarr tanzte. Seit Tagen versuchte sie, den mysteriösen Code zu knacken, der ihr anonym zugesandt worden war. Ein Code, der die Macht besaß, die globale Wirtschaft ins Chaos zu stürzen. Szene 2. In Zürich, der Stadt der Banken und Tresore, durchforstete Ben, ein charismatischer Hacker mit Vergangenheit im Untergrund, die digitalen Schatten des Internets. Seine Suche führte ihn in die dunklen Ecken des Dark Webs, wo zwielichtige Gestalten und Hacker ihre Geschäfte abwickelten. Szene 3. In den verschneiten Bergen Wyomings lebte Nicolas, ein zurückgezogen lebender Ex-Agent mit einem fotografischen Gedächtnis. In seiner abgeschiedenen Hütte analysierte er akribisch die Fragmente des Codes, die Anna ihm geschickt hatte. Seine Intuition sagte ihm, dass dieser Code mehr war als nur ein zerstörerisches Werkzeug. Szene 4. Das Schicksal führte die drei zusammen. In einem geheimen Safehouse in Berlin vereinten sie ihre Fähigkeiten und Ressourcen. Anna, die Logikerin, Ben, der Manipulator, Nicolas, der Stratege. Gemeinsam entzifferten sie Stück für Stück den Code und stießen auf eine brisante Wahrheit. Der Code war der Schlüssel zu einem geheimen digitalen Vermögenswert, der die Machtbalance der Welt verändern konnte. Szene 5. Gejagt von skrupellosen Mächten, die den Code für ihre eigenen finsteren Zwecke nutzen wollten, begab sich das Trio auf eine rasante Flucht quer durch den Globus. Von den engen Gassen Hongkongs bis zu den verlassenen Wüsten Afghanistans, immer einen Schritt hinter ihren Verfolgern. Szene 6.
In einem nervenaufreibenden Showdown in den Katakomben des CERN in Genf kam es zur finalen Konfrontation. Mit vereinten Kräften gelang es Anna, Ben und Nicolas, den Code zu entschlüsseln und den digitalen Vermögenswert zu sichern. Die Welt war gerettet, vorerst. Szene 7. In der Morgendämmerung, am Rande eines schneebedeckten Gipfels in den Alpen, blickten die drei Helden auf die unter ihnen liegende Welt. Sie wussten, dass der Kampf noch nicht vorbei war. Aber sie waren bereit, ihn zu führen. Fortsetzung folgt. In dieser reißenderen Version der Geschichte erleben wir höheres Tempo. Die Handlung ist schneller und rasanter, mit kurzen Szenen und ständigen Ortswechseln. Mehr Spannung. Die Helden werden von skrupellosen Mächten gejagt und müssen in einem Wettlauf gegen die Zeit den Code entschlüsseln. Exotische Schauplätze. Die Geschichte spielt an verschiedenen Orten der Welt, von Tokio bis Genf. Ein starkes Team, Anna, Ben und Nicolas ergänzen sich perfekt mit ihren einzigartigen Fähigkeiten. Ein Cliffhanger, das Ende lässt Raum für Spekulationen und Spannung für die Fortsetzung. Zusätzliche Ideen, verborgene Vergangenheit. Die Helden könnten eine gemeinsame Vergangenheit haben, die sie verbindet. Persönliche Verwicklung. Der Code könnte eine persönliche Bedeutung für einen der Helden haben. Verrat und Täuschung. Nicht jeder Verbündete ist, wer erscheint. Moralische Dilemmas. Die Helden müssen Entscheidungen treffen, die Leben und Tod bedeuten können. Mit diesen Elementen wird die Geschichte zu einem fesselnden Abenteuer, das den Leser bis zur letzten Seite in Atem hält. Szene 8. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. El Salvador, das kleine Land in Mittelamerika, hatte als erstes Land der Welt Bitcoin als legales Zahlungsmittel eingeführt. Ein Schock für die etablierte Weltordnung, angeführt von den USA, deren Finanzsystem auf dem US-Dollar basierte. Szene 9. In Washington D.C. brodelte es. Die US-Regierung sah in El Salvadors Entscheidung eine Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Vormachtstellung. Geheime Operationen wurden gestartet, um das Bitcoin-Experiment zu sabotieren und den Dollar zu schützen. Szene 10. Anna, Ben und Nicolas wurden von einer mysteriösen Organisation kontaktiert, die sich die Wächter nannte. Sie glaubten, dass der Code der Schlüssel zu einer neuen, dezentralisierten Weltwirtschaft war, frei von der Kontrolle der Zentralbanken und der Politik. Szene 11. Die Wächter beauftragten das Trio, den Code zu nutzen, um ein alternatives Finanzsystem zu schaffen, das auf Bitcoin und anderen Kryptowährungen basierte. Ein System, das den Menschen die Kontrolle über ihre Finanzen zurückgeben sollte. Szene 12. Ein Wettlauf gegen die Zeit begann. Anna und Ben arbeiteten fieberhaft daran, den Code in eine funktionsfähige Plattform zu verwandeln, während Nicolas im Hintergrund die Operationen der Wächter koordinierte. Szene 13. Die US-Regierung, getrieben von Panik und Protektionismus, versuchte den Goldpreis zu manipulieren, um Bitcoin zu destabilisieren. Die Weltwirtschaft stand am Rande eines Kollapses. Szene 14. In einem verzweifelten Versuch, die Kontrolle zu behalten, ordnete die US-Regierung einen Cyberangriff auf die Plattform der Wächter an. Doch Anna, Ben und Nicolas waren vorbereitet. Sie hatten den Code so konzipiert, dass er resistent gegen Angriffe war. Szene 15. Die Welt stand an einem Scheideweg. Die alte Ordnung, verkörpert durch den US-Dollar und die Zentralbanken, kämpfte gegen die neue Vision der Wächter, einer Weltwirtschaft basierend auf Kryptowährungen und dezentraler Kontrolle. Fortsetzung folgt. In dieser Fortsetzung der Geschichte erleben wir die Einführung von Bitcoin als legales Zahlungsmittel, El Salvador als Vorreiter einer neuen Weltwirtschaft. Konflikt zwischen den USA und El Salvador, Kampf um die Vormachtstellung im globalen Finanzsystem. Die Entstehung eines alternativen Finanzsystems, basierend auf Kryptowährungen und dezentraler Kontrolle. Manipulation des Goldpreises. Die US-Regierung versucht, Bitcoin zu destabilisieren. Cyberangriffe und Widerstand. Die Wächter kämpfen um die Zukunft der Kryptowährungen. Ein Scheideweg für die Weltwirtschaft. Entscheidung zwischen alter Ordnung und neuer Vision. Die Geschichte verdichtet sich und spitzt sich zu einem spannenden Finale zu. Das Schicksal der Welt liegt in den Händen von Anna, Ben und Nicolas. Raute, raute, die Zukunft der Weltwirtschaft. Szene 16. Die Nachricht vom erfolgreichen Cyberangriff der US-Regierung verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Panik griff auf den Kryptomärkten um sich. Der Bitcoin-Kurs stürzte ab, Anleger zogen ihre Gelder ab. Szene 17.
Inmitten des Chaos rief Nikolas Anna und Ben zu einem Krisentreffen zusammen. Er hatte eine Theorie, der Angriff war nur ein Ablenkungsmanöver. Die wahre Absicht der US-Regierung war es, den Goldpreis zu manipulieren und Bitcoin als Investition unattraktiv zu machen. Szene 18. Nikolas Theorie bestätigte sich. Die US-Regierung hatte heimlich große Goldmengen gekauft, um den Preis künstlich in die Höhe zu treiben. Gold galt seit jeher als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Wenn der Goldpreis steigen würde, würden Anleger Bitcoin als riskantere Investition betrachten und sich ihm abwenden. Szene 19. Anna, Ben und Nikolas erkannten, dass sie handeln mussten. Sie riefen die Wächter zusammen und entwickelten einen Plan, um die US-Regierung zu stoppen. Sie würden den Code nutzen, um eine massive Menge an Bitcoin zu kaufen und so den Kurs zu stabilisieren. Szene 20. Der Plan der Wächter war riskant, aber es war ihre einzige Chance. Sie nutzten ihre Ressourcen und Kontakte, um Bitcoin im Wert von Milliarden von Dollar aufzukaufen. Der Kurs stabilisierte sich, die Panik auf den Märkten ebbte ab. Szene 21. Die US-Regierung war fassungslos. Ihr Plan war gescheitert. Bitcoin hatte sich als widerstandsfähiger erwiesen, als sie gedacht hatten. Die Wächter hatten der Welt gezeigt, dass Kryptowährungen eine reale Bedrohung für die etablierte Ordnung darstellten. Szene 22. In den folgenden Monaten und Jahren entwickelte sich die Weltwirtschaft rasant weiter. Bitcoin etablierte sich als alternative Währung neben dem US-Dollar. Das System der Wächter, basierend auf dezentraler Kontrolle und Transparenz, gewann an Bedeutung. Szene 23. Der Goldpreis, einst ein Symbol für Sicherheit und Stabilität, verlor an Bedeutung. Anleger erkannten, dass Bitcoin eine zukunftssichere Investition war, die nicht von staatlichen Eingriffen manipuliert werden konnte. Ende. Erklärung des Zusammenhangs zwischen Goldpreis und Bitcoin. Gold gilt traditionell als sichere Anlage in unsicheren Zeiten. Die US-Regierung hoffte, durch den Kauf von Gold den Bitcoin-Kurs zu destabilisieren und Anleger zu Bitcoin als Investition zu entmutigen. Der Plan der US-Regierung scheiterte, da die Wächter Bitcoin im Wert von Milliarden von Dollar aufkauften und den Kurs stabilisierten. Bitcoin etablierte sich als alternative Währung neben dem US-Dollar und verringerte die Bedeutung von Gold als Anlage. Die Geschichte zeigt, wie Kryptowährungen das Potenzial haben, die Weltwirtschaft zu verändern. Sie bieten eine dezentrale und transparente Alternative zu traditionellen Finanzsystemen und stellen die Macht der Zentralbanken und der Politik in Frage. So, das war die Geschichte der KI in über 20 Aufzügen und Szenen und 3 Etappen. Ist, denke ich mal, ganz brauchbar geworden. Schreib doch mal als Kommentar, welche Erfahrungen du mit KIs gemacht hast und was du zu diesem Extrakt, was dann nach mühevollen Hin und Her rauskam, meint, was deine Meinung ist. Hat es dir gefallen oder würdest du das irgendwie in eine andere Richtung weiterspinnen? Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Episode und wenn ihr wieder dabei seid, abonniert den Kanal. Bis dann.